Ganz nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Wir sind am Start nach dem Gym mal wieder. Ich war gerade das erste Mal seit einer Woche da. War ja erkältet, dementsprechend bin ich nicht hingegangen. Jetzt wieder durchgepowert. Ich bin immer noch erkältet, aber was tut man nicht alles. Im heutigen Vlog, ja, so ein bisschen Gelaber natürlich mal wieder. Ist ein bisschen was passiert in der Welt des Fußballs. Ich werde euch jetzt einfach mal so meinen Alltag zeigen, wie das jetzt hier so läuft auf Malta, wenn ich nach Hause gehe. Wie das Ganze aussieht, das wird auch in diesem Vlog kommen. Und ich habe morgen Geburtstag, deswegen morgen früh sehen wir uns auch nochmal. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal los. Möchte aber doch noch ganz kurz was sagen. Und zwar ist Pogba jetzt anscheinend wirklich beim Medical Test in Manchester. Ich bin echt gespannt darauf, was da passieren wird. Also er wird wahrscheinlich bestehen, er wird wahrscheinlich hinwechseln. Aber man hat heute, das ist jetzt noch kein Statement zu dem Wechsel, aber nur mal so eine kurze Info. Er hat vor 3 Jahren gesagt, ich gehe nicht zurück zu dem Verein, der mich hat fallen lassen. Na, wer war sein Ausbildungsverein? United. Irgendwie ein bisschen wie Fabregas. Arsenal-Fans dürfen mich jetzt schießen, wenn ich zu Chelsea wechseln sollte. Naja, Wort im Fußball halten ist nicht so modern. Bis später. So, mal sehen, ob ihr mich hört. Ich weiß es nicht. Ich habe Kopfhörer, bin das Kopfhörermikrofon, macht das gerade. Aber es ist jetzt, ich habe keine Ahnung wie spät, aber die Hälfte des Weges habe ich schon mal geschafft. Mir ist gerade was aufgefallen, während ich so ein bisschen nochmal die Reaktion durchgelesen habe zum ersten Spiel von 96, also am Freitag gegen Kaiserslautern. Waldemar Anton, ne? Erstes Bundesligaspiel, also so richtig von Anfang an, so richtig mit Vertrauen gegen Gladbach. Erstes Tor als Innenverteidiger, beziehungsweise 6 an dem Spieltag. So, und was passiert im ersten Zweitligaspiel als Innenverteidiger? Er macht seine nächste Bude. Es ist Hammer-Typ auf jeden Fall. Schade natürlich, dass er nicht in der ersten Liga geblieben ist. Aber gut für uns. Ich habe übrigens gerade auch noch gesehen, auf der Homepage von 96 wurden Reaktionen gepostet zum ersten Spieltag. So, also die Social-Media-Reaktionen wurden da mal so veröffentlicht, was wurde so gepostet. Und rate mal, wer da auch dabei ist. Von wegen, ja, überall wird supportet. Ja, Hashtag Malta hat ein bisschen was gebracht. Das hat mich gerade gefreut, als ich das gesehen habe, dass sogar mein Twitter-Post auf der 96 Homepage steht. Ich meine, ist jetzt nicht so wirklich was Besonderes, weil da standen auch viele andere, aber man freut sich halt trotzdem. Man freut sich halt trotzdem. Weil für mich ist das alles hier nicht selbstverständlich. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass 500 Leute meine Videos liken und ein paar tausend Leute meine Videos gucken. Das ist einfach immer noch was ganz Besonderes für mich und ich bin jedem Einzelnen unglaublich dankbar. Ja, so. Dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns, wenn ich wirklich da mal zu Hause angekommen bin, gleich wieder. So, Freunde, frisch geduscht. Ich sehe irgendwie total schwul aus. Na, jetzt geht's. Wir sind auf dem Weg zum Smartmarkt. Das ist echt ganz geil hier. Oder war schon wieder ein Mini-Mist. Grüße an Laura an dieser Stelle übrigens, wenn du das Video sehen solltest, wovor ich mal ganz stark nicht ausgehe. Beziehungsweise doch, wenn ich meinen Geburtstag da reinschreibe, dann wirst du es dir angucken. Ich kenne dich ja. Wir sind jetzt gleich bei diesem Einkaufsmarkt. Wir haben jetzt, also 2 Minuten ist es von uns entfernt. Also in der Hinsicht hat die Organisation echt eigentlich ein ganz geiles Haus ausgesucht von der Lage her. Was hier allerdings ein bisschen krass ist, sind die Preise, teilweise zumindest. Also nur um das mal in Relation zu setzen, ich bin ja hier unter Fußballfans, ich kann das hier ja sagen. Ein Sixpack Dosenbier von Becks kostet hier so 7-8 Euro. Das ist schon ein bisschen heftig. Ich glaube 6 Dosen bekommst du für 3 Euro oder sowas. Mit ein bisschen Glück, ja, vielleicht 4-5. Aber das ist schon ein kleiner Unterschied nochmal. So. Egal, wir gehen jetzt erstmal rein und dann sehen wir uns mit der vollen Tüte hoffentlich wieder. Bis gleich. Freunde, im Zeitkalkulieren bin ich eigentlich richtig gut. Ne? Also eigentlich im Kalkulieren allgemein. Das kriege ich ganz gut hin. Ich bin auch immer pünktlich. Im Preiskalkulieren bin ich unfassbar schlecht. Also ich habe jetzt hier schön eingekauft. Ja, Mann. Alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Und dachte so, ja, maltesische Preise, so 20 Euro, vielleicht kommen sie damit nicht mal hin. 10 Euro. Wenn ich dann wieder denke, ja, so 7, 8 Euro, 25 Euro. Ich weiß nicht, was da los ist. So, Freunde, es ist vollbracht. Es ist der nächste Morgen. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Und Paul Pogba wechselt für 105 Millionen plus gegebenenfalls Boni zu Manchester United, zurück zu seiner alten Wirkungsstätte. Unglaublich. Was für Summen heute im Fußball bezahlt werden, ich werde darüber gleich nochmal reden. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dann ein bisschen ausführlicher und auch über andere Transferentwicklungen, die es momentan so gibt.
ein oder andere mag sich jetzt fragen, Max, 96 Trikot, 96 Mütze, was ist denn mit dir falsch? Mein Geburtstag, ich darf das. Nein, der Punkt ist, ich laufe ja hier immer eine halbe Stunde bis zu meiner Arbeit und hier auf Malta hat es aber halt morgens um 8:30 25 Grad und es wird wärmer. Dementsprechend musst du im Idealfall irgendwas tragen, was atmet. Und Trikots sind da so noch halbwegs, wisst ihr, die sind dann nicht ganz so durchgeschwitzt. Ich werde bei der Arbeit dann ein T-Shirt anziehen. Normalerweise trage ich immer mein New England Revolution T-Shirt, das hat er mittlerweile vielleicht auch schon mitbekommen, das mir der liebe Ron geschenkt hat, auch in gewisser Weise zum Geburtstag. Danke und Grüße an dich an dieser Stelle. Aber das habe ich gestern Abend in der Wäsche getan, wie jeden Abend, aber vergessen aufzuhängen. Dementsprechend, ja, kann ich das heute nicht tragen, aber was soll's. Reden wir nicht länger über meinen Geburtstag. Da habe ich sowieso dieses Jahr keinen Nerv drauf. 20 Jahre, Mann. Älter als diese ganzen Profi-Fußball-Megatalente. Teilweise 2 Jahre älter. Was mache ich aus meinem Leben? Nix. Also, naja, schon, aber nicht sowas. Ist ja auch egal. Ja. Wir haben noch einige Themen. Beispielsweise Thomas Vermaelen. Beispielsweise diesen komischen neuen Spieler von Augsburg. Augsburg? Ingolstadt. Cressé und Uli Hoeneß als Präsident bei den Bayern. Deswegen fangen wir an mit Paul Pogba. ja, 105 Millionen. Ich finde es halt so verwirrend, weil er mal gesagt hat, ich gehe nicht mehr zu United zurück. Die haben mich fallen lassen. Wäre auch vernünftig gewesen, wenn er nicht zurückgegangen wäre. Aber er hat es jetzt einfach gemacht und dementsprechend ist das alles so ein bisschen heuchlerisch. Ob er sich in der Premier League wieder durchsetzen kann, weiß ich nicht. Muss man schauen, ob er wirklich zum System von Mourinho passt und so weiter und so fort. An sich ist kein Fußballer dieser Welt über 100 Millionen wert. Alles, was an 100 Millionen rangeht, ist schon krass, aber 105 Millionen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich meine, einerseits kannst du sagen, ja, Juventus hat Higuain auch für 94 Millionen gekauft, aber die haben damit den vielleicht gefährlichsten Liga-Konkurrenten der nächsten Jahre ein bisschen geschwächt im Sturm und einen der besten Stürmer der Welt bekommen. Das ist auch ein bisschen was anderes. Ja, muss man wie gesagt sehen, was da so gehen wird bei United. Ich bin gespannt. Von den Einzelspielern her vielleicht das beste Team der Welt jetzt. Sollten was reißen, aber ob sie das machen, ist immer die große Frage. Ja, ich wechsle mal eben die Kamerahand. Ich kann die Kamerahand nicht wechseln, scheiße. Dann mache ich eine kurze Pause. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu Paul Pogbas Transfer in die Kommentare. Habt ihr ja letztes Mal, beziehungsweise vorhin schon die Möglichkeit zu gehabt. Dann haben wir Jesse. Auch den habe ich ja bereits angesprochen. Wechselt für 25 Millionen, glaube ich, rund um den Dreh zu PSG. Da habe ich auch vieles gelesen für einen Bankdrücker, 25 Millionen. Was sind das für Preise? Aber Jesse ist ein Megaspieler. Mit unglaublich Potenzial, der jetzt schon extrem stark ist, kam nicht an Ronaldo vorbei. Jetzt auch keine Schande, hat aber immer, wenn er gespielt hat, eigentlich gezeigt, was er drauf hat. Und PSG hat damit einen richtig starken Spieler verpflichtet, den Unai Emery ja auch kennt. Hat ihn jetzt persönlich nicht selber ausgebildet, aber kennt ihn aus der spanischen Liga. Das heißt, ich denke mal, Jesse wird bei PSG schon ordentlich durchstarten, wird da auch Meister werden. Und ich glaube, auch die werden in der Champions League eine gewisse Rolle spielen können, auch wenn sie kein Libra mehr haben. Aber vielleicht holen sie auch noch einen Stürmer, wer weiß. Und sonst ist Cavani, wie bereits mehrfach erwähnt, auch kein schlechter. Übrigens sind diese Straßen hier wirklich so gefährlich, weil sie so eng sind. Ja gut, ich könnte auch auf der rechten Seite gehen, dann würden mich die Autos früher sehen. Naja. Ja, was gibt's denn noch? Thomas Vermaelen. Barcelona kauft ihn mal für 20 Millionen von Arsenal. Der macht 20 Spiele, weil er immer verletzt ist und weil er nicht die Klasse hat. Und geht jetzt per Laie zu Rom. Mal sehen, ob er bei Rom noch mal ein bisschen was zeigen kann. An sich ein guter Innenverteidiger. Mit ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Müssen wir mal schauen, ob der das nochmal wieder abrufen kann. Dann gibt es noch den Asensio, auch von Real zufälligerweise. Der ist momentan überall im Gespräch per Laie, unter anderem bei Porto. Und das kann ich mir mega gut vorstellen. Ein spanischer Zehner bei Porto hat in den letzten Jahren immer wieder gut geklappt. Wenn die Spieler geliehen haben, sind immer teuer verkauft. Und ich denke mal, das könnte auch mit dem ganz gut gehen, weil sind wir ganz, oder Benfica ist auch ein gutes Beispiel, portugiesische Clubs halt. Weil er spielt international. Anders als bei Valencia. Er wird in der Liga oben um Titel mitmischen, anders als beispielsweise bei Villarreal. Und er ja, kann seinen Marktwert steigern bzw. sich in den Vordergrund spielen, anders als bei Real. Die sollten sich aber auf jeden Fall eine Rückholoption sichern, also wenn sie ihn leihen sowieso. Weil der ist ein Riesenteil, das hat er bei Espanyol gezeigt. Und das wird auch bei Porto, denke ich mal, und so ein Spieler soll es ihn einfach gehen lassen. Damit hat Real in der Vergangenheit auch zu viele Fehler gemacht. Gut, Morata haben sie zurückgeholt beispielsweise, aber es wäre blöd gewesen, hätten sie den nicht geholt in meinen Augen, weil der ist einfach wirklich ein richtig toller Stürmer. Und ich glaube, auch wenn sie nicht verkaufen, wird der seine Rolle spielen da vorne drin.
neben Benzema halt. Oder hinter Benzema, je nachdem. Also in der Rangordnung. So. Lass mal hier ein Auto hier durch und dann rede ich gleich weiter. So, also. Uli wird wieder Präsident bei Bayern. Zumindest ist er im Gespräch. Beziehungsweise wird zur Wahl gestellt und wird wahrscheinlich auch werden. Sind wir mal ganz realistisch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Meine Meinung wird euch oder einige von euch locker nicht freuen. Ich bin nämlich, ich mag Uli Hoeneß. Ja, er hat Scheiße gebaut. Okay, er hat Steine verzogen. Mein Gott, hat Messi auch. Nur mal so als Beispiel. Messi musste aber nicht dafür in den Knast. Haben andere auch. Filmstars, Fußballer, alle. Ja, so sind die. Die haben viel Geld, aber die denken sich, ach, wir können noch mehr Geld haben. Das sind ein paar Millionchen, bei denen, um die es bei denen geht. Und die sagen sich halt, nee, nicht mit uns. Okay. Wie gesagt, machen viele. Ihn deswegen so schräg zu verurteilen, ist falsch. Er mag auch nicht ganz sympathisch sein, weil er bei Bayern teilweise wirklich Scheiße gelabert hat oder weil er wirklich sehr, ja, strikte und abstrakte und auch harte Meinungen hatte. Aber der Kollege hat einiges auf dem Kasten. War, glaube ich, der jüngste Bundesliga-Manager aller Zeiten und ohne den wäre Bayern nicht so groß, wie sie sind heute. Und das ist einfach ein Faktor, den man da in meinen Augen mit zurechnen muss. Denn Bayern ist mit der größte Verein der Welt, mit der größten Mitgliederzahl und so weiter und so fort. Und das obwohl lange, lange Zeit, auch wenn 60 einen Absturz erlebt hat, 60 auch ein großer Verein in München war und es vielleicht irgendwann wieder wird. Also, Hoeneß hat meinen Respekt. Der hat sein Präsidentenamt super ausgefüllt. Alle seine Rollen bei Bayern. Und nur weil er wegen einem Fehler jetzt im Gefängnis saß, eine kurze Zeit lang, was auch wirklich ein Delikt ist, das in meinen Augen, ja, Steuerhinterziehung ist nicht toll, aber es machen so viele und es bleibt unentdeckt. Und deswegen, er hat keinen Menschen umgebracht oder sowas. Dementsprechend sollte man ihn nicht dafür verteufeln. Und ich bin ehrlich gesagt relativ froh, wenn er wieder in der Bundesliga ist, weil er einfach zur Bundesliga dazu gehört. Wie ihr das seht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, das war es erstmal von dem Video. Habe jetzt noch ungefähr 10 Minuten Fußmarsch bis zur Arbeit. Und genieße dann meinen Tag, meinen Geburtstag. Und wir sehen uns morgen bei einer Prediction wieder. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freut euch übrigens auf die ganzen Änderungen, die euch zukommen werden. Ich habe da schon so einiges geplant. Guckt beispielsweise meine Videobeschreibung. Da ist unter anderem ein Link zu Amazon oder mehrere Links zu Amazon. Könnt ihr mich unterstützen, kostet für euch nicht mehr. Ich bekomme nur ein bisschen Provision. Das sind Affiliate-Links, würde ich mich drüber freuen. Wäre cool. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Macht's gut, passt auf euch auf. Haut rein. Und